Ach so, ja, guten Morgen an alle. Heute wollte ich mal mit euch ein bisschen sprechen über zwei Arten von Haltungsschwierigkeiten, die ich bei meinen Schülern gesehen habe. Ich habe in meiner Schülerschaft so eine Verteilung eigentlich von ersten Fingerschüler versus fünften Fingerschüler von 80% zu 20% ungefähr. Das heißt, 80% von meinen Schülern sind zu stark auf ihrem Index, also auf ihrem ersten Finger. Ja? Das heißt zum Beispiel, sie haben auf der linken Hand, die linke Hand ist nur für den ersten Finger ausgerichtet. Ja? Also so fühlen sie sich bequem, die sind super. Ich kann euch das auch so zeigen. Ja, die fühlen sich gut, aber da die Hand ein bisschen stark nach hinten geneigt ist und sie nicht nachkommen mit der Hand, wird jeder Finger flacher gestreckt als der davor. Ja? Und dieser Problematik sehen wir auch rechts bei dem Schüler, dass sie dann an der Spitze bequem sind. Also Spitze und ersten Finger fühlen sie sich toll, aber Frosch und vierten Finger fühlen sie sich überhaupt nicht gut. Ja? Also achtet darauf bei euch, wie ist es? Seid ihr gut verteilt? Könnt ihr auch, wenn ihr zum ersten Finger gegangen seid, ja, könnt ihr auch zurückkommen? Und dasselbe, wenn ihr bequem mit dem ersten Finger seid, seid ihr auch für die anderen Fingern auch bequem. Achtet darauf. Oder ihr gehört zu den fünften Fingerschüler. Und das sind die, die immer für den vierten Finger zum Beispiel gedreht sind. Dann sieht die Handhaltung so aus. Also der vierte ist perfekt, ja. Sehr schön rund, die können auch gut vibrieren. Aber hier fangen die Probleme an. Der zweite Finger ist zu steil. Und der erste ist dann sehr wie eine Zange. Also ist zu fest in der Seite drin und zu seitlich, ja. Das sieht dann so aus, das sieht erstmal ziemlich korrekt aus, so, außer dass man sieht, dass der erste Finger viel zu seitlich auf der Seite kommt. Dann kommt er so, ja, kommt er seitlich, statt dass er zu mir guckend kommt. Ja, das wäre die richtige Haltung für den ersten Finger. Und dann drehen. Ja, und der fünften Fingerschüler, der ist dann rechts auch, der ist ganz toll am Frosch. Aber er kriegt manchmal Probleme dann an der Spitze, weil er zu wenig in der Pronation geht. Manchmal hat er, zum Beispiel manchmal merkt man das daran, dass er hier Klang hat, aber da nicht mehr, ja, weil zu wenig Pronation ist. Also, schaut euch, wie es bei euch ist. Ihr könnt mir das auch in den Kommentaren aussprechen, das würde mich interessieren zu wissen, ob meine 80-20-Regelung ungefähr auch bei euch so ist. Also wer hat das Gefühl, dass er ein erster Finger sozusagen Spieler ist oder wer hat das Gefühl, dass er ein fünften Finger Spieler ist? Ja? Vielleicht könnt ihr mir das aufschreiben. Ihr könnt auch gerne ein Bild hochladen, dann kann ich das auch sehen. Das fände ich so einen interessanten, kleine Studie irgendwie so über die Verteilung. Ja? Also bis ganz bald.